Gut, jetzt setzen wir einfach mal Spreizer da an und biegen das Ganze mal hoch. Gelb. Vielleicht auch wieder so, wie es er vorher gemacht hat, irgendwie da von der Seite, damit wir nicht viel verlieren. Sieht man sehr schön, wie das schön nachreißt. Macht man sehr schnell im Prinzip Weg. Also mit der Hand, ich habe es probiert, ist nicht gegangen, weil es auch nach oben ausgeballt war. Achso, ja, ja, ich weiß schon, mit Verlängerung, genau, ja. Ja, ich denke, ein bisschen was müssen wir vielleicht noch machen. Kommt gleich eine Problematik zum Vorschein, wenn wir ein Schiebedach haben, ist natürlich der Raum nicht ganz so einfach zu gestalten, weil wir irgendwo die Schienen vom Schiebedach drin haben. Noch schwieriger wäre ein Vorklappen an der Klappachse B-Achse oder B-Säule. So, jetzt ist die Frage, ob wir eventuell da noch die Chance haben, wenn wir, da muss man aufpassen, wo der Gasgenerator ist, ob wir eventuell die Rücksitzbank ein bisschen nur nach unten kriegen, weil gut, da kann man mal die Kopfstütze rausnehmen. Es wird eng. Ja. Ein dünner Patient wird gehen, ein korpulenterer Patient wird es eher ein bisschen eng werden. Oder müssen wir wirklich schauen, wo der Gasgenerator ist, wenn ich den nicht quetschen. Da unten ist erst. Also da ist überhaupt kein Problem, dass wir uns da ansetzen. Vielleicht geht die gar nicht ganz raus. Weil die haben ja so Anti-Schleudertrauma, ja, Kopfstütze, die sozusagen beim Heckcrash entgegenkommt, die wird gar nicht ganz rausgehen. Müssen wir abschneiden, ja. Darf ich dir das einmal ein bisschen weggeben da? Schauen wir mal den Mann mit der Schere an die Kopfstützen ran.
Jawohl, genau. Im Notfall wäre halt da links und rechts nur Schnitt auf der Huderplage zu setzen, dann wird der Platz sicher mehr. Aber ich denke, es wird reichen. Nehmen wir die Kopfstütze raus und machen eine Probe auf Exempel. Wir haben ein Spineboard da, probieren wir es. Ich glaube, es reicht da links, wenn wir nur den Vorrang nehmen. So, ich schalte nicht mehr auf Turbo. So, einen freiwilligen Patienten. So, da sind natürlich ein bisschen Manpower notwendig. Also 4 bis 6 Leute. Einer hat das Kommando. Sehr schön, ja. Danke, ich hoffe, es hat gefallen. Ihr habt was gelernt dabei. Ich habe auf jeden Fall auf der Station was gelernt, nämlich die Geschichte da mit dem Spreizer auf 45 Grad rein zum Reißen ist ganz eine gute Methode und würde womöglich auch unten funktionieren. Also auch den unteren Riss könnte man vielleicht über diesen Ansatzpunkt mit dem Spreizer schaffen. Und genau von dem lebt ja das System, dass wir alle voneinander lernen und dadurch das Niveau ständig irgendwo heben. Gut, dann würde ich bitten, die Geräte zurück auf die Geräteablage und dann was trinken. Wir haben an der Station was zum Trinken da. Flüssigkeitshaushalt wieder auffüllen. Ja.